Jo, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Kingdom Rush. Ja, das wäre auch meine Reaktion, wenn ich auf dieses Video geklickt hätte. Ah. Ich weiß es auch nicht, Boys. Oh Mann, ey. Ich glaube, wir machen hier trotzdem jetzt eine zweite Baracke hin. Oder wir vernichten die erste. Warte mal jetzt. Wir vernichten doch die erste Wave. Wir vernichten die erste Wave jetzt trotzdem hier. Nochmal neue Taktik. Also eigentlich nicht, das ist die Taktik, die wir als allererstes gemacht haben. Also erste Wave vernichten. Also Wave in Anführungszeichen, das ist ja Iron, hier gibt es ja keine Waves. Genau. Und schon kehrt die Alte auch schon wieder zurück. Alter, die One-Shotten halt gefühlt unsere Baracken-Typis. Das gibt's ja gar nicht. Ja, und schon werden wir überrannt. Ja, aber wenn wir überrannt werden, dann lass die sich heilen, weil die heilen sich ja so oder so. Das kann man nicht ändern. Dann sollen die sich heilen, diese kleinen Arschlöcher? Entschuldigung für die Wortwahl, aber dann sollen die sich doch heilen. Die können uns mal kreuzweise. Ach, das sind ja schon die Schlittschuhläufer, ey. Oh, nice, unsere Baracke hat so eine große Range. Das habe ich gar nicht realisiert vorher. Du sollst hier Level-Ups schaffen, nicht kämpfen. Okay, jetzt müssen wir uns retten. Nicer Slowdown, der kam perfekt im richtigen Moment. Genau, dann gehst du schon wieder hier runter. Ihr werdet upgraded. Oh, ihr werdet auch upgraded. Scheiße. Ach, das kann nicht sein, Alter. Das Level ist... Das ist... Alter, was ist mit diesem Level, Mann? Das kann ja nicht wahr sein. Ich krieg's so aufs Maul. Ey, ich bin nicht mal in der Nähe vom weit entfernt sein. Aber das Ding ist, ich benutze die Artillerie. Und das ist offensichtlich falsch. Aber ich verstehe nicht, wie Baracken besser sein können. Na, machen wir es jetzt nochmal. Machen wir jetzt wirklich mal Baracken only. Machen wir hier trotzdem ein Ding hin. Und hier auch. Hier Baracke zum Aufhalten. Und Baracke zum Aufhalten. Und Baracke zum Aufhalten. Give it a try. Keine Ahnung, was ich überhaupt mache, ey. Erneut, keine Ahnung. Ist auch nice, sobald ich merke, oh, es funktioniert gerade nicht mehr. Abhauen! Rückzug! Gefühlt ein kleines bisschen besser als zum Ende der letzten Folge. Nice, wie der noch eingefroren wurde.
gefühlt ein kleines bisschen besser als zum Ende der letzten Folge, ja. Bringt uns ein kleines bisschen besser weiter? Das ist die Frage. Ach du Scheiße, der überlebt das. Alter, der überlebt zwei? Das ist echt belastend. Die Reinforcements, die sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Na. Ein kleines bisschen besser bringt uns auch nicht weiter. Ja, da netter Versuch vom Held noch, das zu retten. Vielleicht ist der Held hier auch nicht der beste, aber vielleicht einen anderen Helden. Vielleicht ist das hier der Schlüssel. Der Typ hier ist richtig eklig. Ja, ich meine, sie hat halt... Ja, ich meine, sie hat halt hier, ne? Sie hat halt wenig Schaden. Oh. Nehmen wir jetzt mal den Hexsaw. Der ist nämlich ein ziemlich starker Held. Ich weiß nicht, ob ihr euch an den erinnert. Der ist, der haut ordentlich rein. Oh, nein, Moment mal. Na, Moment mal, what the fuck, den meinte ich nicht. Wait, what? Oh mein Gott, verwechsel ich? Ich glaube, ich verwechsel das gerade mit Frontiers. Lol, ich dachte, das ist der Typ, der in der Luft fliegt. Das ist Frontiers. Ups. Oh, never mind. Entschuldigung, Entschuldigung, habe ich jetzt gerade verwechselt. Ja, das ist, Na, der ist es auch nicht. Oder? Ne, ist er nicht. Okay, probieren wir mal. Probieren wir mal Ignos. Ich hasse das, dass man immer auf Select drücken muss. Auch ein Magier. Aber mit viel mehr Schaden. Moment mal, der ist schon Range, oder? So, nochmal kurz vergewissern. Ne, er ist nicht Range. Ja, das ist aber schlecht. Gibt es keinen Magier, der viel Schaden hat und Range ist? Er hat viel Schaden und ist Range, aber er ist kein Magier. Hm. Und mein King Denas. Ich habe nicht das Gefühl, dass es irgendwas ändern wird. Bow to the king. Go ahead, make my day. Have at thee. Want some? Get some. For honor and glory. For the king. Have at thee. Here's to the king, baby. For honor and glory. For the king. Okay, gucken wir mal, was King Denas kann. Bevor wir die erste Salve runterlassen. Was, das soll so viel Schaden sein? Der macht ja gar keinen Schaden. Okay, ich vermisse den versprochenen Schaden, muss ich sagen. Okay, das fand ich jetzt schon fast ein bisschen enttäuschend. Wie wir einfach fast nichts getötet haben, ey. Ach du Scheiße. Ach, der bufft die Türme. Okay. Ja, ich muss ehrlich zugeben, ich kenne die Fähigkeiten nicht mehr. Also, ausprobiert haben dürften wir ihn schon, weil ich denke mal, dass wir alle Helden probiert haben. Aber... keine Ahnung. Oh no, das ist so ein kompletter Fail. Schlechter geht's kaum. Gut, okay, ich habe am Anfang auch ein bisschen verkackt, aber das würde hier keinen Unterschied machen, na. Okay. Na, der ist hier, glaube ich, nicht gut, weil er hat die Baracken hat er nicht verstärkt. Er hat nur die
Er hat nur das Geschützding verstärkt. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Kann man sich die Fähigkeiten eigentlich gar nicht angucken? Royal Edict Catapult Barrage. Ah Mann, Elora ist dann eigentlich schon die Beste. Ja, bei dem Spiel kann man sich die Fähigkeiten nicht angucken. Probieren wir mal ihn hier. Aber ich glaube, das ist. Ich glaube, es spielt keine, es macht keinen Unterschied, was ich hier mache. Was man noch probieren könnte, wäre die vier Türme hier maximal upgraden und alles andere einfach nur baracken, damit die aufgehalten werden, die Gegner, dass nicht zu viele immer auf einmal kommen. Wollen wir das noch probieren? Das haben wir jetzt so gesehen auch noch nicht probiert, weil ich immer hier vorne eigentlich irgendwas geupgradet habe. Baracke, Baracke, Geschütz, Geschütz. So. Ja, und eigentlich sind die da oben auch useless, muss man sagen. Ein kleines bisschen weiter vor könnte schon stehen. Welche sind die? Okay. Genau, also wir killen jetzt die erste Wave ganz normal. Aber ich warte jetzt noch ein bisschen. Jetzt. Dass der jetzt hier noch ein bisschen Erfahrung abgreifen kann. Genau. Und Rückzug. Okay, der hat eine relativ hohe Reichweite. Und er levelt, glaube ich, schneller. Vielleicht, weil er schneller angreift und mehr Schaden macht. Er ist halt nicht so schnell. Das muss man auf jeden Fall dazu sagen. Na, du nicht kämpfen. Du nix Nahkampf. Puh, aber na, das ist auch... Na, wir kommen nicht mal zum... Oder? Reicht's vom Cooldown? Ach, leck mich, Alter. Immer mit deiner scheiß Millisekunde hier, ey. Ey, ich bin am Verzweifeln, Mann. Das kann nicht sein. Das wäre das erste Kingdom Rush, was ich nicht durchspiele. Komplett. Das kann ja nicht wahr sein, ey. Jetzt probieren wir mal hier eisern. Nicht, dass ich jetzt komplett den Verstand verliere. Was können wir hier noch machen? Hier können wir keine Baracken benutzen. Aber das finde ich ehrlich gesagt nicht so schlimm wie... Na, ja, bei Artillerie. Ja, ganz ehrlich, scheiß auf Artillerie. Wer braucht schon Artillerie, ey? Oh, oh! Oh mein Gott, ich habe vergessen, dass man da unten auch verteidigen muss. Oh, 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 oh. Hoppla. Scheiße. Das habe ich vergessen, dass die hier so rüberlatschen. Ich habe mich gerade schon gewundert, wo will der eigentlich hin? Ah, das habe ich vergessen, ja. Okay. Ups. Diese dämlichen Trolle, ey. Ich habe es immer gewusst, dass die mich nerven. Also ich hoffe, es ist wie im Hauptteil von dem Level, dass diese Typis hier nicht darunter laufen, sondern nur die Schlittschuhläufe nach unten laufen. Also ich hoffe, dass es gleich war. Das wäre sonst schon ziemlich unfair.
harter Clickbait, würde man auf YouTube, sagen. Einfach überall Pfeile fliegen, ey. Einfach nur. Nice. Okay, aber das Level taugt mir allein schon mal so viel mehr. Weiß nicht, wie ihr das so beurteilen könnt als Zuschauer, aber ich meine, jetzt braucht man erst die Fähigkeit. Ich meine, das muss man sich mal reinziehen. Beim anderen Level quasi, du kannst das Level gar nicht starten ohne die Fähigkeit quasi. Es ist aber auch sauschwer. Was ist das auch für ein Level, ey? Das gibt's ja nicht. Ich denke immer noch über das andere Level nach. Ich krieg die Krise. Ich glaube, da muss ich mir fast einen Guide zu angucken. Das kann, also noch bin ich nicht ganz so weit. Aber das Problem ist, die meisten Helden sind halt. Nahkampf und Einzelkämpfer. Und das kann zwar nicht schlecht sein, aber wenn so viele Gegner kommen, ganz ehrlich, was bringt's dir? Okay, dann tötet dein Held halt drei Trolle hintereinander. Aber wenn da 10 kommen, bringt dir das nichts. Du musst ja alle 10 aufhalten und oder töten. Das ist das große Problem an der Geschichte. Im Gegensatz zu dem Level hier, wo man überhaupt kein Problemo hat. Weil wurde der eine gerade gewone-shottet? Das sind wahrscheinlich diese Crits, ne? Das ist wahrscheinlich einer unserer Sondereffekte. Die kenne ich ja auch nicht mehr alle. Zu lang her, dass wir die freigeschaltet haben. Viel zu lang her. Okay, jetzt werden es mal wieder ein bisschen viele Gegner. Das ist halt die einzige Schwierigkeit, dass wenn so viele Wölfe kommen, dass man dann halt alle Türme gut genug geupgradet haben, dass jeder die Wölfe one-shottet quasi. Weil es sonst echt ein bisschen viel wird. Ganz schönes Busch-Abenteuer. Danke. Oh, okay, jetzt kommen die White Wolves. Ne, Winter Wolf. Oh mein Gott, unser Held ist down. Wait, what? What is happening? Oh mein Gott. Ich hätte das Level nicht verspotten sollen. Oh mein Gott, aber die sind so schwach, die Reinforcement-Typen. Du musst die noch. Du musst die. Oh mein Gott. Diese scheiß Axe-Thrower. Oh mein Gott. Was? Oh mein Gott. Jetzt habe ich oben. Ich sollte einfach mein dämliches Maul halten, ey. Ach komm. Alter. Kein Kommentar. Aber es ist auch ein harter Bait, das Level. Du chillst dir dann deine Basis und plötzlich. Oh, Moment. Die Gegner können ja tatsächlich was. Verdammt nochmal. Was ist passiert, ey? Ich meine, ich spiele das Spiel ja nicht anders als sonst und plötzlich schaffe ich kein einziges Level mehr. Like, what? Also wirklich kein einziges Level mehr. Das ist schon komisch. Die alte muss unbedingt mehr leveln, ey. Level 5 war zu dem Zeitpunkt, wo ich es vorhin gesagt habe, viel zu niedrig. Und sie darf nicht sterben, das war auch ein großer Fehler.
dass die gestorben ist. Oh, verliere ich jetzt, weil ich die Fähigkeit nicht benutzt habe? Und, ja. Okay. Ohne Witz, was ist... What is happening, man? Just what is happening? Die alte habe ich entschieden, kommt jetzt hier runter. Ich will, dass die ein verdammt hohes Level hat. Wäre schön, wenn du da noch angreifst, wenn ich dich schon da runter schicke. Danke. Die Wölfe, ne? Ah, Obacht. Ja. Ich hoffe, die Lava bleibt so lange bestehen, aber was sollte sie eigentlich? Einfach nur. Pf, pf, pf. Okay. Level up, Frau. Level that shit up. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wann die vorhin Level 5 war. So welcher Zeitpunkt ungefähr. Pi mal Daumen. Das ist das Problem, das ich gerade habe. Ich meine, sehr viel höher geht's gar nicht. Ich meine, dafür müssten mehr Gegner kommen oder das Ganze hier länger dauern. Naja, Level 7 wäre wahrscheinlich schon drin. No, ihr killt nicht meinen Helden. Jetzt dürften gleich wieder Wölfe kommen. Ein Upgrade hinten. Ein Upgrade hinten gegen einen voll ausgebohrten Turm vorne. Fairer Deal, oder? Würde ich auch sagen. Jetzt ist sie Level 6. Ich glaube, hier haben wir dann verloren. Ich glaube, die Typen waren es, die uns dann quasi beerdigt haben. Oder? Ja, doch. Die Typis waren das. But not this time. Genau, weil zu den Chieftains sind wir nämlich gar nicht gekommen. Genau. Ey, das gibt's nicht, Mann. Hört doch mal auf, meinen Helden die ganze Zeit zu töten. Ich weiß nicht, ob ich mit den Upgrades noch rumspielen soll. Oh mein Gott. Das ist nicht dein Ernst. Wie zur Hölle kommt der durch? Winter is coming. Alter, langsam wird's echt peinlich, ey.
Ich habe jetzt einen Plan. Ich will jetzt mal hier zwei Folge-Upgradete gleich am Anfang stehen haben. Die quasi von Anfang an sau viel Schaden machen. Und schwache Gegner quasi direkt, ja, eliminieren. Ist jetzt nicht wirklich eine High-End-Taktik, aber besser als gar keine Taktik. Also ich meine, irgendwas muss man ja anders machen, sonst ist es ja reines Glück, ob du es schaffst oder nicht. Weil ich meine, sowas wie Crits und so gibt es natürlich schon in dem Spiel. Also ich meine, wenn wirklich nur ein einziger Gegner durchflutscht, dann kann das auch einfach Pech sein. Das sollte man immer bedenken. Aber, ja. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich mit den Upgrades schon irgendwie was machen soll. Okay, jetzt musst du mal einen Abgang machen. Ja, ich glaube tatsächlich, das ist sogar eine gute Idee, was ich jetzt gemacht habe. Eigenlob stinkt, ja. Also muss ich mich erstmal loben, denn ich stinke. Der war auch nicht gut. So, Held kommt nach unten. Also oben ein weiterer Schützenturm. Und Held macht wie immer nichts. Sehr gut. Also ich weiß nicht, ob ich mich für die Castle Clash E-Sport Liga wirklich noch bewerben soll nach der Nummer hier. Ich weiß nicht, ob die mich noch aufnehmen. Sieht schlecht aus. Also ich glaube, jetzt hat sie gut gelevelt. Ich glaube, so ein hohes Level hatte sie zu dem Zeitpunkt noch nie. Aber da kann ich mich natürlich auch täuschen. So, jetzt machen wir oben mal wieder einen. Kill them. Also ohne Witz, ich glaube, das läuft echt sau gut. Wahrscheinlich verliere ich jetzt gleich wieder. Okay, benutzen wir trotzdem die Fähigkeit zur Sicherheit. Jetzt kommen diese drei Arschgeigen jeweils. Na genau, jetzt kommen wieder die. Nice. Nein! 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 Ich habe nicht drauf geachtet. Oh mein Gott, das ist zum Glück gut gegangen. Das war aber, glaube ich, mehr Glück als Verstand. Also, nicht glaube ich, ich weiß es. Diese scheiße Ex-Thrower, Mann, die gehen mir so auf den Nerv. Jetzt haben wir gleich unsere Fähigkeit, die rettet uns jetzt, glaube ich, fett in den Arsch. Der kommt wieder durch. Der kommt. Ach. Jetzt fangen die dann plötzlich an, wieder so viele Schlittschuhläufer zu schicken. Das machen die einfach sneaky beaky hinter deinem Rücken. Schicken die plötzlich so sau viele Schlittschuhläufer. Die irgendwann einfach gar nicht mehr kommen. Dann achtet man nicht mehr drauf und dann schicken sie so die ganze Zeit. Und tatsächlich haben wir jetzt, glaube ich, das Level ganz gut überstanden. Wobei ich natürlich, wenn ich den Turm hier ausbaue, dann werden die Schlittschuhläufe eigentlich eh kein Problem mehr. Aber der Turm ist halt nutzlos. Der macht halt 90% oder 95% der Zeit einfach gar nichts. Das ist halt das Problem.
Ah, okay, jetzt kommt dann eine 12-Mann-Armee von Axe-Throwern. Kill them, Chieftains! Ja. Wollte ich auch gerade sagen. Game over. Mal wieder. Oh, die wurden sogar fest... Was, die wurden von dem noch festgehalten? Wow. Okay, das ist ziemlich heftig. Okay. Nochmal gut überstanden. Okay, jetzt haben wir Zeit... Jetzt haben wir endlich das Gold für Upgrades. Holy Macaroni. Jetzt erhöht ja nur die Duration, weil ich will, dass mehr Gegner festgehalten werden. Ich brauche hier keine Duration. Wie das einfach aussieht, ey. Ja, nur wegen den beiden Krassen, weil wenn die alles tanken, dann kann natürlich nichts hier passieren. Die haben halt echt alles weggetankt, diese Schweine. Diese fetten Schweine. Ja, okay. Alter. Ich weiß nicht, wenn wir das Level jetzt wieder nicht geschafft hätten, wäre wahrscheinlich der zweite Abbruch dieses Let's Plays geworden. Ey, das kann nicht wahr sein, wie schlecht. Ich habe jetzt fast eine Stunde gespielt und ich habe ein einziges Level geschafft. Gut, okay, ich meine, wir haben das hier 2 Sterne geschafft, aber 2 Sterne ist wie Fail. Das interessiert niemanden. 2 Sternen Fail. Na gut, auf jeden Fall macht's gut, rein, vielen Dank fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.